diese drei Lebensmittel solltest du verzichten, um optimal Fett zu verlieren. Egal ob Limonaden oder auch Säfte, den Zucker könnt ihr euch sparen. Die könnt ihr ganz einfach durch Zero-Getränke ersetzen, habt somit keine extra Kalorien und spart sie euch für etwas geilere Mahlzeiten. Weiter geht's mit Nüssen. Mit fast 600 Kalorien pro 100 Gramm im Durchschnitt ist das auf jeden Fall eine Kalorienbombe. Ihr habt wenig Menge, viele Kalorien, für eine Diät der absolute Killer. Nummer 3 sind die meisten Müslis. Viel Zucker, viel Fett, viele Kalorien. Das Schlimmste, es macht nicht mal wirklich satt. Also lasst sie weg. Wichtig an der Stelle zu sagen ist, egal was ihr esst, solange ihr euch in einem Kaloriendefizit befindet, werdet ihr Gewicht verlieren. Egal ob Schokolade, Erdnussbutter, Süßgetränke, wie gesagt, das Kaloriendefizit ist das Wichtigste und damit werdet ihr Gewicht verlieren. Das sind einfach nur meine persönlichen Lebensmittel, die ich nicht essen würde, weil mir Sättigung an wichtigster Stelle steht. Falls ihr in Teil 2 wollt, abonniert diesen Kanal und schreibt es in die Kommentare.